Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Ich beziehe mich noch mal kurz auf den letzten Akt. Also bisher sieht es ja defensivtechnisch nicht so toll aus. Ich habe halt hier zwar fünfmal verteidigen, aber das war es dann auch so wirklich, mal abgesehen von Beinarbeit und Neutralisieren. Sieht das jetzt nicht unbedingt so toll aus. Verwundbar zähle ich vielleicht... Nee, dadurch kriegen sie mehr Schaden. Nee, das nicht. Und Überlebenskünstlerin. Ansonsten haben wir keine andere Karte bekommen, die wirklich gut gewesen wäre, um die Verteidigung zu stärken. Da muss man sich halt irgendwann auch mal entscheiden. Wartet man weiter auf eine gute Karte oder nimmt man mal eine, die nicht so toll ist, einfach um noch irgendwas in der Hand zu haben? Das ist das eine. Das andere ist hier das zweite Mal... Leichenexplosion war ein bisschen zu viel des Guten. Ich hatte jetzt auch eigentlich nur Gift im Blick, aber 6 Gift für 2 Energiepunkte ist halt... Boah. Wir können aber auf jeden Fall Leichenexplosion stacken. Das heißt, das macht dann auch doppelten Schaden, wenn Leichenexplosion auf einen Gegner zweimal ist. Das ist mir letztes Mal gar nicht so bewusst gewesen. Danke für den Kommentar. Ich habe es zwar kurz gesehen, da mit den 82 Schaden oder was das war, aber als ich es gesehen habe, war schon wieder weg. So ungefähr. Gut, wir machen jetzt hier weiter. Und zwar, wir können kein Gold mehr verdienen. Das heißt, mit dem 129 Gold könnten wir noch eine Karte entfernen. Also wir können kein Gold mehr verdienen wegen dem Ektoplasma. Die Frage ist jetzt, wie machen wir das? Deswegen kann mir ja eigentlich Shop momentan ziemlich egal sein. Wir brauchen auf jeden Fall einen Schlüssel. Rechts, der Weg rechts sieht ganz nett aus. Ja gut, ich würde sagen, wir starten mal in der Mitte, nehmen die Events damit. Der hier sollte auch absolut kein Problem sein. Spielen wir erstmal Beinarbeit. Einmal neutralisieren. Einmal verteidigen. Einmal straucheln und dann bitte aufspießen. Leichenexplosion habe ich jetzt absichtlich nicht gespielt, weil ich denke, ja gut, wenn es ein Elite-Gegner wäre oder irgendein Gegner, der viele Trefferpunkte hätte, könnte man das noch nehmen. Das Gift deswegen, um dann Katalysator benutzen zu können. Aber generell sage ich mal, na... Flaschengeist, das ist auf jeden Fall schon recht nützlich. Gut. Na, da konnten wir wieder 2 Energiepunkte nicht einsetzen. Ich bin mal gespannt, wie sich das mit der Defensive entwickeln wird, weil da könnte ich echt in Teufels Küche mit geraten. Gift wäre jetzt nett gewesen, verdammt. Gut, dann müssen wir das halt so machen. Okay. Ich muss mich erstmal an die Menge an Energie gewöhnen, die wir hier haben. Verteidigen. Ah, das ist jetzt schon eine Menge Schaden. Gut, ich spiele erstmal schneller Hieb. Was kriegen wir? Leichenexplosion ist jetzt nicht so toll. Gut, einmal ausmanövrieren, einmal Schlag. Das tut jetzt etwas weh. 14 Damage ist schon bei gerade mal 70 Trefferpunkten schon eine Menge. Wir können jetzt einmal die springende Flasche spielen. Das ist doch schon mal ganz nett. Ausmanövrieren und wir haben noch 3 Energiepunkte, mit denen wir mal wieder nichts anfangen können. Aber zumindest haben wir jetzt etwas Gift auf ihm. Wir könnten ihn, glaube ich, jetzt auch... erledigen. Wird das reichen? Das sollte doch eigentlich reichen. Jawohl, das wird sogar reichen. Gut, dann kriegen wir nicht nochmal einen hier auf die Nase. Mit Gold können wir, wie gesagt, nichts mehr anfangen. Gut, 24 Karten haben wir. Ausmanövrieren ist jetzt nicht so der Fall. Schrilles Heulen wäre eigentlich ganz gut für die Defensive. Aber... ich glaube, ich hätte lieber eine vernünftige Blockkarte. Nehmen wir mal
das Event hiermit. Was haben wir denn hier? Entferne Karte. Alle Schläge und Verteidigung verbessern oder eine Karte entfernen. Naja, der Punkt ist halt, wir haben fast noch alle Karten hiervon. Ich glaube, da wäre das gar nicht mal so blöd, die zu verbessern, auch wenn wir dann alle Schläge noch behalten. Aber die Verteidigungen sind dann auch alle verbessert. Ich glaube, das war jetzt die bessere Wahl hier. Gut, und dann. Eigentlich wäre ich ja noch gerne in den Shop gegangen, aber na, das ist alles nicht so toll. Wenn wir hier lang gehen, dann kommt da noch ein Shop. Da können wir dann eh nichts mehr großartig machen. Ich glaube, ich nehme da lieber die zwei Events hier mit. Mutagene einnehmen. Transformiere zwei Karten. Das ist jetzt die Frage. Jax? Nee. Karten transformieren? Ich glaube, ich nehme dann lieber ein Relikt. Was kriegen wir? Mutagenkraft. Beginne jeden Kampf mit 3 Stärke, verliere am Ende deines ersten Zuges 3 Stärke. Okay, vielleicht. Ja, gut, ist halt die Frage. Transformieren hätte vielleicht noch mehr bringen können, aber. Ja. Damit müssen wir jetzt erstmal leben. Oh, das ist auf jeden Fall ganz nett. Genau, dann werden wir jetzt nämlich an der Stelle hier mal einen Schlag rauswerfen. Zu dem Event gehen. Das könnte jetzt interessant werden. Auf der anderen Seite, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Gut, einmal Beinarbeit schon mal. Giftige Dämpfe auch und ja, verteidigen. Dann können wir noch einmal ausmanövrieren spielen. Mal gucken. So, auf jeden Fall einmal alchemisieren. Wir kriegen einen Blocktrank. Der ist auf jeden Fall schon mal ganz nett. Dann haben wir hier noch die springende Flasche. Die werde ich dann auch erstmal spielen und ja, dich angreifen. Zweimal verteidigen. 20 Block. Reicht locker. Gift funktioniert bei denen hier nicht so gut, weil wir sie einfach nicht mit Gift betäuben können. Das ist ein bisschen problematisch. Ah, das ist jetzt schon ein bisschen blöd. Gut, wie machen wir das jetzt? Ich glaube, ich hau dich zweimal, dann noch ein drittes Mal. Dann bist du zumindest betäubt. Und wir können dann hier die Karten spielen. Ja, komm, dann können wir die auch noch spielen. Wo bleibt die andere Leichenexplosion? Na komm schon, da haben wir sie doch. Gut, du hast am meisten Trefferpunkte, dann verpassen wir dir mal die Leichenexplosion. Du explodierst und nimmst die anderen dann mit. Perfekt. Den Goldsteroidtrank? Nö, kann ich drauf verzichten. Dolchfächer ist halt auch schon wieder. Wir haben eigentlich AOE. Deswegen. Und 23 Karten sind mehr als genug. Schwächen wäre natürlich gar nicht mal so blöd. Wollen wir das machen, ist die Frage. Dann hätten wir zumindest einmal verwundbar und einmal schwächen. Deswegen. Und die macht dann auch noch 9 Schaden und ist auch schon aufgewertet. Ja gut, dann nehmen wir die einmal mit. Und gehen dann wo lang? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, ich gehe hier zum Lagerfeuer.
Und Schmiede. Alchemisieren kostet dann 0 Energie. Wie ist das denn bei Straucheln? Auf alle Gegner. Das wäre natürlich auch schon recht nett. Leichenexplosion, das wären dann 9 Gift. Ist jetzt nicht so toll. Ausmanövrieren wäre natürlich schon sehr nett. Mehr Energie, aber ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht so wichtig. Beinarbeit. Ich glaube, ich nehme wirklich hier Katalysator erstmal. Das kommt besonders gut an bei Bossen und Elite-Gegnern. Gut, wir nehmen jetzt einmal dich mit. Dann gucken wir doch mal. Wir können zum Beispiel jetzt... Wie machen wir das jetzt? Wäre auf jeden Fall ganz sinnvoll, wenn ich hier schon mal einen Trank nehme. Ich glaube, ich nehme dann einfach mal einen Blocktrank. Spieler alchemisieren und wir kriegen Geschicklichkeitstrank. Ja, den kann ich später bestimmt auch noch gebrauchen. Ach verdammt, wir haben doch was mit Neutralisieren, um den Gegner zu schwächen. Gut, aber das hält dann länger. Dann haben wir es halt zweimal. Dann einmal straucheln. Und schneller Hieb. Schlag und Unheil. So, was machen wir jetzt? Unerwarteter Hieb. Wird, glaube ich, schon ganz gut passen. Moment, wir haben dann... Ja, machen wir das so. Dann auf jeden Fall einmal verteidigen. Und ja, die springende Flasche, Leichenexplosion ist jetzt auch nicht so wichtig. Dann nochmal aufspießen. Da kriegen wir halt ein bisschen Schaden, aber das hält sich noch im Rahmen. Ja, einmal Leichenexplosion hätte eigentlich locker gereicht. Ist ja auch nicht gesagt, dass wir immer auf mehrere Gegner treffen. Mal abgesehen davon, das rechnet sich auch gar nicht. Also wenn ich das sowieso immer auf den Gegner anwende, der am meisten Lebenspunkte hat, dann brauche ich ein zweites Mal Leichenexplosion ja auch überhaupt nicht. Mal Beinarbeit. Einmal giftige Dämpfe. Einmal ausmanövrieren und Überlebenskünstlerin. So, das können wir jetzt trotzdem mal raushauen und dann zweimal mit Schlag angreifen, zweimal verteidigen spielen. So, jetzt sollten wir dich aber rausnehmen können. Das wären dann 35. Ja, das sollte auch locker reichen. Ja. Gut soweit. 30 Gold, Snacko-Schädel. Oh. Der kommt mir recht gelegen. Oh, hier nochmal Katalysator. Alles klar? Ja, okay, gut. 25 Karten. So, und jetzt. Wir haben nach wie vor nur einen Schlüssel. Ich glaube, ich werde jetzt mal so langsam hier die geflügelten Schuhe benutzen. Wo kriegen wir denn hier noch am meisten Lagerfeuer raus? Da ist eins, da ist eins. Auf der anderen Seite hätten wir da ein Event noch. Ja, da auch. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen einfach mal hier hin. Und holen uns den Rubinschlüssel. Dann nehmen wir die Kiste mit. Quecksilbersanduhr oder Saphirschlüssel. Ach, das ist gar nicht mal so dumm. Ja, das ist... Auf der anderen Seite, wir haben echt eine Menge AOE, also... Und es ist jetzt auch nicht gesagt, dass wir noch auf viele Gegner treffen, die wenig Trefferpunkte haben, wenn es mehrere sind. Ich glaube, ich gehe hier auf Nummer sicher und nehme den Saphirschlüssel. Gut, und dann, was machen wir jetzt?
Wir können auch eigentlich hier in der Mitte bleiben. Ja, dann machen wir das doch. Da kommen auch noch zwei Events. Gut, hier hätten wir schon mal eine Leichenexplosion. Beinarbeit ist auf jeden Fall auch sinnvoll. Einmal ausmanövrieren bitte, einmal neutralisieren. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wenn wir den hier möglichst schnell erledigen können, sind die beiden anderen auch gleich weg. Aber es wird nach wie vor noch nicht reichen. Doch, das wird sogar reichen. Ich glaube, ich werde jetzt aber trotzdem... Gut, ich nehme jetzt den Geschicklichkeitstrank, damit ich hier mal alchemisieren spielen kann. Chaosgebräu. Kann ganz nett sein. Am besten wäre es natürlich, wenn wir dann 5 Trankslots hätten. Und dann... Genau, hier einmal straucheln, einmal aufspießen und haben wir den Kampf auch gewonnen. 13 Gold, Schnelligkeitstrank, einen zweiten brauchen wir jetzt nicht, ich glaube. Die behalten wir erstmal so. Was haben wir hier? Ausweichrolle. Ja gut, das wäre jetzt noch eine defensive Karte. Ja, gut, ich nehme jetzt nochmal so eine Karte mit. Haben wir hier einen Trankgürtel? Kommt ja wie gerufen. Was ist denn hier los? So. Und dann hier einmal schmieden. Und zwar. Straucheln wäre dann bestimmt dreimal. Ne, ach nee, das war gegen alle. Stimmt ja, das habe ich vorhin schon mal geguckt. Und ansonsten. Ist das eigentlich alles soweit ganz okay? Aber. Wir können. Einmal die Karte aufwerten. Gut, dann haben wir hier noch ein Event. Und es ist natürlich ein Kampf. Okay. Gut, wie machen wir das jetzt? Dich werden wir, glaube ich, erstmal neutralisieren. Dann machst du nur noch 9 Schaden. Wir spielen einmal verteidigen. Einmal auf jeden Fall ausmanövrieren. Und ja gut, einmal aufspießen. Ich glaube, das Chaosgebräu nehme ich auch erst, wenn ich hier die beiden anderen Tränke weg habe. Also das sieht auf jeden Fall ganz gut aus soweit. So, einmal so, einmal Leichenexplosion, dann nochmal Schlag hinterher. Und sie ist schon mal Geschichte. Und nimmt ihnen hier auch was mit. Alchemisieren ist jetzt wirklich Gold wert bei den 5 Trankslots. Gut, wir haben ja einmal schneller Hieb. Unerwarteter Hieb. Ist leider gerade alles nicht so toll. Das wären 18. Ja gut, ich nehme jetzt hier einmal einen Flaschengeist. Ich spiele dann einmal Ausweichrolle. So, dann einmal bitte Beinarbeit brauchen wir nicht mehr. Leichenexplosion, ja, von mir aus. Schlag, Schlag und Quark. So. Gold ist auch Banane. Krähenfüße. Wer eine Macht, würden uns auch heilen. Von daher, ja okay, Krähenfüße. 27 Karten. Mich würde mal interessieren, was wirklich ein Deck ist, das die meisten Karten hat. Wie viele Karten das da sind. Das hier ist gerade ein bisschen doof. 8, 14. Die können wir auch nochmal schwächen. Da sind es 12.
Gut, und einmal hier die springende Flasche. Dann bekommen wir trotzdem noch ein bisschen Schaden. Das ist ein bisschen blöd. Aber bisher komme ich hier doch recht gut durch. Das ist ja ganz erstaunlich. So, alchemisieren. Machttrank. Ja, kann man mitnehmen. Muss man nicht. Einmal Leichenexplosion. Und das werden verdreifachen. Ja, gut. Machen wir das so. Verdammt, da muss ich mich vom Boss nochmal am Lagerfeuer ausruhen. Was schon ein bisschen doof ist. Oh Gott, das ist jetzt aber auch doof. Aber das sollte kein Problem sein. So. 13 Golden Angsttrank. Kann man mitnehmen, muss man nicht. Wir hatten da gerade noch einen Platz frei. Vorpreschen ist schon okay. Macht Schaden und gibt Block. Und das ist gar nicht mal so wenig. Ja gut, nehmen wir die auch noch mit. Dann setze ich mir dieses Mal ein Limit bei 30 Karten. So, hier müssen wir uns leider ausruhen. Wir haben jede Menge Tränke und können uns dann auch noch neue Tränke holen. Mit dem Chaosgebräu. Also das sollte kein Problem sein. Hoffe ich mal. Gut, und wie fangen wir denn hier an? Karten ziehen, Machtkarte ziehen. Ja gut, machen wir das erstmal. Ich glaube, ich nehme Beinarbeit. Ja gut, spielen wir einmal Beinarbeit. Dann einmal alchemisieren. Noch ein Machttrank. Was kriegen wir hier? Nochmal Beinarbeit. Hey, das ist ja super. Ja, nehmen wir das auch nochmal. Können wir uns auch nochmal um 2 heilen. Dann hier nochmal Beinarbeit. Das wird lustig. Gut, und bei den anderen Sachen, ja, das mit den Artefakten ist gerade jetzt schon ein Problem. Ich will da jetzt auch nicht unbedingt einen Trank für benutzen, um da nur eins von wegzubekommen. Wir haben jetzt 6 Geschicklichkeit. Das ist schon nett. Ja, doch. Gut, hier nehmen wir dann einmal giftige Dämpfe, genau. Und ich glaube, ich spiele jetzt auch schon mal die springende Flasche. Dann kamen wir noch da 14 Block. Das sollte eigentlich reichen. Gut, eins ist schon mal weg. Überlebenskünstlerin hauen wir dann raus. Und ja, die Tränke passen gerade alle nicht so. Aber wir haben ja giftige Dämpfe, von daher wird schon das nächste entfernt, genau. Und Vorpreschen ist jetzt nicht so toll, ansonsten machen wir das doch mal lieber so. Genau, unerwarteter Hieb da noch, dann ist das auch schon mal weg. Dann hätten wir das Problem doch schon mal soweit gelöst. Einmal aufspießen hinterher. Ja, ich lasse jetzt hier die beiden kleinen leben. Würden sich sehr gut für Leichenexplosionen eignen. Da wurde uns das zweite Mal Leichenexplosion geklaut. Ja, das ist natürlich nicht so toll. Ansonsten, das wären 50% mehr Schaden. Ist jetzt irgendwie nicht so gut. Ansonsten, einmal Ausweichrolle. Ja, komm. Nehmen wir jetzt hier mal den Schnelligkeitstrank. Und kriegen hier auch nicht gerade so gute Sachen. Aber neutralisieren, das wären dann 22 Damage. Okay. Krähenfüße würden sich an der Stelle schon rechnen, genau. Einmal straucheln. Einmal ausmanövrieren. Und einmal Unheil.
Ich lasse den Schaden erst noch mal zu. Nehmen wir dann genau Straucheln. Verpassen wir dir. Dann machen wir das so, genau. Und dann ausmanövrieren und einmal verteidigen. Leichenexplosion kommt jetzt wie gerufen. Oh, 51. Ja, das ist schon. Das ist schon nicht so toll. Machen wir das mal so. Dann haut es dich schon mal weg. Dann können wir jetzt hier auch den Flaschengeist nehmen. Und Katalysator will ich noch nicht benutzen. Einmal Unheil. Einmal Schlag, einmal aufspießen. Das läuft bisher echt erstaunlich gut. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Vielleicht habe ich auch ein bisschen Glück mit den Karten. So, Leichenexplosion neutralisieren. Und mit dem ganzen Kram hier können wir leider nichts anfangen. Ich glaube, ich werde gleich hier noch den Angsttrank nutzen und dann gleich Chaosgebräu. Mal schauen. Auf jeden Fall. Ja gut, machen wir das so. Einmal so, dann trinken wir den. Und was kriegen wir? Energietrank, flüssige Bronze, Explosivtrank, Zuckergebräu und ein Blocktrank. Das sieht doch schon mal ganz nett aus. 30, ja, und das würde leider nicht. Moment. Jetzt müsste das aber reichen. Genau. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass ich den Akt schaffe, aber hey, ich lasse mich immer wieder eines Besseren belehren. Angriffskarte könnten wir kriegen mit dem Angriffstrank. Wobei, ich glaube, die sind alle soweit schon nützlicher. Auf der anderen Seite, flüssige Bronze bin ich jetzt nicht unbedingt so der Fan von, dann nehmen wir mal den Angriffstrank. Und hier haben wir dann Doppelgänger zur Auswahl, Adrenalin oder Zeitlupe. Ha, die Zeitlupe ist gar nicht mal so blöd. Adrenalin, na. Ich glaube wirklich, auf der anderen Seite, wir haben eigentlich recht viel Energie. Zeitlupe wäre aber eigentlich gar nicht mal so blöd, weil wir nicht wirklich Card Draw haben. Außer hier schneller Hieb war das. Und ja, das war's, glaube ich, schon. Ja, deswegen. Dann würden halt alle Karten, die wir auf der Hand haben, null Energie kosten. Jetzt bräuchten wir nur noch das Relikt, mit dem wir keine Karten mehr abwerfen. Dann wäre das so gut. Ich glaube aber, ja doch, das ist die beste Option jetzt hier für mich an der Stelle, würde ich mal sagen. Schwarzer Stern, okay. Stein der Weisen, nee. Zerbrochene Krone, ach, wir haben so viel Energie. Also ich würde fast wirklich sagen, ich nehme hier jetzt mal den schwarzen Stern mit. Energie sollte eigentlich locker reichen. Mal wieder willkommen im Jenseits. Hier machen wir dann mal wieder nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.